Heute sprechen wir über die sicherste Baufinanzierung, die ihr für euren Hauskauf abschließen könnt. Hallo und herzlich willkommen zu Baufinanzierung, Planen, Verstehen und Umsetzen. Und gestern Mittag hatte ich ein Kundengespräch mit einem Kunden, der mehrere Immobilien hat. Und dieser Kunde hat gesagt, ich habe alles auf variablen Zinssatz umgestellt. Was heißt aber jetzt variabler Zinssatz und was hat das jetzt mit der sichersten Baufinanzierung überhaupt zu tun? Und das möchte ich euch mal anhand eines Beispieles zeigen. Also der Kunde gestern hatte nicht so ein großes Sicherheitsbedürfnis, weil variabler Zins heißt, dass sich alle 3 Monate der Zins für diesen Kunden rein theoretisch ändern kann. Aber der Kunde sagt sich, ja, wenn sich der Zins dann in 3 Monaten eventuell verändert oder wenn die Tendenz langsam nach oben geht, dann sichere ich mich einfach ab und schließe dann ein 5-Jahres-Darlehen bzw. eine 5-jährige Zinsbindung, eine 10-jährige Zinsbindung, 15-jährige Zinsbindung, 20-jährige Zinsbindung. Das ist ja immer so. Ihr habt ja immer die Möglichkeit, unterschiedliche Zinsbindungen mit der Bank zu vereinbaren. Also wenn ihr einen Kredit über 300.000 Euro aufnehmt, dann bezahlt ihr diesen Kredit ja in der Regel nicht von Anfang bis Ende durch, sondern ihr müsst mit der Bank sogenannte Zinsbindungen vereinbaren. Ja, über 10 Jahre, über 15 Jahre, über 20 Jahre. So, was ist aber jetzt die sicherste Baufinanzierung? Es gibt ein sogenanntes Volltilgerdarlehen. Das seht ihr jetzt schon auch anhand der Überschrift. Das heißt Volltilgerdarlehen und dieses Volltilgerdarlehen könnt ihr über 15 Jahre, über 20 Jahre, über 25 Jahre, über 30 Jahre mit der Bank abschließen, habt konstant eine Rate und dann ist das Darlehen am Ende zurückbezahlt. Welche Vorteile, welche Nachteile hat dieses Darlehen? Darüber sprechen wir in dem heutigen Video. Ich schreibe jetzt direkt mal auf Vorteile. Wichtig, wenn ihr neu seid auf diesem Kanal und wollt mehr solcher Videos sehen um das Thema Baufinanzierung, über das Thema Immobilien, dann abonniert jetzt den Kanal. Jede Woche kommen 2 neue spannende Videos. Auch wichtig, diese Themen, die ich hier in den Videos natürlich auch immer vorstelle, das ist kein Thema, was zu Ende erzählt ist, sondern wenn ihr euch nachher über eure eigene Baufinanzierung informieren wollt, dann müsst ihr mit einer Bank sprechen vor Ort oder auch mit einem Finanzierungsberater, der euch unterschiedliche Banken anbieten kann. Wichtig hier ist natürlich nicht nur der Zins, sondern wichtig ist hier das Gesamtkonzept, dass dieses Gesamtkonzept zu euch passt, weil diese Rate, die wir hier haben, es gibt einen Nachteil in dieser Form. Nämlich diese Rate ist immer relativ hoch. Ja, aber ich habe euch heute auch ein Beispiel mitgebracht. Dieses Beispiel blende ich euch dann später mal ein. Und wir sprechen jetzt erstmal über die Vorteile, die es mit sich bringt. Die Vorteile sind nämlich, es gibt auch bei einigen Banken, wo ihr das vereinbaren könnt, weiterhin die Möglichkeit, Sondertilgungen zu vereinbaren. Das heißt, das Darlehen ist sowieso schon so kalkuliert von Anfang bis Ende mit der gleichen monatlichen Rate, dass ihr am Ende fertig seid. Aber ihr könnt ja noch schneller fertig sein, weil ihr die Möglichkeit habt, und das ist der weitere Vorteil, nach 10 Jahren habt ihr immer ein sogenanntes Sonderkündigungsrecht. Egal welche Variante ihr ja wählt, ob ihr 10, 15, 20 Jahre wählt. Ihr habt immer ein Sonderkündigungsrecht nach 10 Jahren und müsst auch keine Vorfälligkeitsentschädigung dafür leisten, weil das ist fest verankert im BGB, Paragraf 489. Für die, die immer wieder zuschauen auf diesem Kanal, wissen das. Die kennen wahrscheinlich diesen Paragraph schon, weil ich davon andauernd erzähle. Und diese Option habt ihr bei einem Volltilgerdarlehen auch. Weil wenn ihr jetzt zum Beispiel nach 20 Jahren oder wenn ihr jetzt sagt, wir ziehen das jetzt mega in die Länge, wir sagen, machen Volltilger-Variante über 30 Jahre, dann seid ihr natürlich, wenn ihr Sondertilgungen leistet während der 30 Jahre, seid ihr ja früher fertig. Das heißt, ihr müsst es so planen, dass ihr natürlich euer Sonderkündigungsrecht gebrauchen könnt. Ja, ihr könnt zum Beispiel sagen, wir können schon nach 25 Jahren fertig sein, dann sparen wir einfach die Restsumme an, die nach 25 Jahren fällig wäre, kündigen das Darlehen zum Ablauf, ja, also zum Ablauf 25 Jahre mit dieser 6-monatigen Frist, die wir hier haben in dem Paragraph. Und dann seid ihr noch früher fertig. Warum hat das einen weiteren Vorteil? Weil ihr natürlich dann noch weniger Zinsen bezahlt.
Ja? Normalerweise diese Volltäger-Variante habe ich jetzt hier mit einem Beispiel von 30 Jahren euch sozusagen aufgeschrieben. Normalerweise macht man diese Volltäger-Varianten kürzer, ja, über 15 Jahre, über 20 Jahre. Und dann haben wir halt das Thema, dass die Rate sehr hoch ist. Aber das wollte ich euch ja mal anhand eines Beispieles zeigen. Und wir nehmen heute mal das Beispiel von 350.000 Euro. Das blende ich euch ja hier jetzt ein. Also Kaufpreis der Immobilie 350.000 Euro. Der Kunde hat Eigenkapital, nämlich in Höhe von 82.000 Euro, was wir heute einsetzen. Und ihr seht jetzt auch mal in dem Beispiel, das mache ich sonst in den Videos ja nicht, aber jetzt habt ihr es mal auf einen Blick. Zu den 350.000 Euro Kaufpreis kommen noch Grunderwerbssteuer 6,5%. Das heißt 22.750 Euro, die ihr bei Kauf der Immobilie überweisen müsst, an den Staat sozusagen. Dann haben wir noch die Notargebühren, Eintragungen ins Grundbuch, 2% vom Kaufpreis sind 7.000 Euro. Und die Maklergebühren, in diesem Beispiel gehe ich jetzt davon aus, dass das Haus über einen Makler verkauft wird. Und da haben wir nochmal 3,48% Maklergebühren. Das sind die Gebühren, die aktuell fällig werden, wenn wir wieder die Mehrwertsteuererhöhung haben. Ab dem 01.01.2021, dann haben wir natürlich eine noch höhere Gebühr, weil die Mehrwertsteuer natürlich nochmal erhöht drauf geht. Also insgesamt haben wir von den 350.000 Euro Kaufpreis, kommen wir auf Gesamtkosten in Höhe von 391.930 Euro. Wir haben gesagt, der Kunde bringt 82.000 Euro Eigenkapital mit. Das heißt, einmal werden davon die Nebenkosten bezahlt und es wird ein Teil des Kaufpreises bezahlt, was den Vorteil mit sich bringt, dass sie eine bessere Bewertung von der Bank bekommt, weil die Bank bewertet das Objekt und desto mehr Eigenkapital ihr mitbringt, desto geringer ist der Zins. Und jetzt habe ich euch mal ein paar Bankenbeispiele aus dem Programm mitgebracht. Ja, das Programm bzw. das Vergleichsprogramm, was wir haben, ist sozusagen wie ein Marktplatz, ja, wo wir die Daten der Kunden und die Immobilie alles eingeben und dann schmeißt uns das Angebot zu dem Objekt, zu dem Kunden, zu der Bonität dann die passenden Angebote aus. In diesem Beispiel habe ich euch mal die Hypo Vereinsbank rausgesucht, aber da steht nicht machbar. Einfach mal, um euch ein Bild zu vermitteln. Nicht jede Bank bietet Kredite für jeden Kunden an. Ja, das heißt, in diesem Fall bietet die Bank eine sehr gute, günstige Kondition an für ein Volltilger-Darlehen, nämlich 0,90 effektiv, 0,90 nominal, 0,92 effektiv. Aber weiter unten seht ihr schon das Problem bei dem Vorhaben, der Beleihungsauslauf übersteigt 80% durch die Einbringung von mehr Eigenkapital oder Zusatzsicherheiten in Höhe von 30.100 Euro kannst du die Beleihungsgrenzen erfüllen. Das heißt, ihr müsst nochmal 30.100 Euro mehr Eigenkapital mitbringen. Ja, in dem Fall wären das dann über 110.000 Euro, die ihr mitbringen müsstet, damit dieses Angebot für euch überhaupt gilt. Weil alles, was über 80% ist, macht die Bank nicht. Ja, was heißt 80%? Die Immobilie kostet 350.000 Euro. Das sind 100%. Ihr bringt mehr Eigenkapital mit und dadurch sinkt dann dieser Prozentsatz, dieser sogenannte Beleihungswert. So, das war jetzt mal ein Beispiel, um euch zu zeigen, warum nicht immer alle Banken funktionieren und alle Banken alles mitmachen. Und jetzt zeige ich euch mal ein Beispiel von der Deutschen Bank. Und da seht ihr es schon, das ist jetzt ein Beispiel für eine 20-Jahres-Volltilger-Kondition, dieses Beispiel hier. Die monatliche Rate liegt bei 1.442 Euro und da sind wir schon beim Thema. Das ist A, eine hohe Rate. Für den einen oder anderen ist das sehr, sehr hoch, sehr, sehr viel jeden Monat, weil ihr müsst ja auch bedenken, dass die monatlichen Nebenkosten der Immobilie auch noch on top kommen. Das heißt, bei einem Haus mit 120, 130 Quadratmeter seid ihr mal schnell bei Nebenkosten, Strom, Gas, Wasser etc. von 200, 300, 400, vielleicht sogar 500 Euro im Monat, die nochmal on top kommen, Instandhaltungsrücklage auch mal mit eingerechnet. Ja, das heißt, wir sind hier in dem Angebot von der Deutschen Bank mal eben schnell bei 17, 18, 1900 Euro im Monat, die ihr für diese Immobilienfinanzierung bezahlen müsst. Ja, und auch ganz wichtig,
Derjenige, der sich vielleicht denkt, ja, diese Volltilger-Variante, da kann man ja vielleicht auch die Monatsraten runtersenken. Das geht bei den meisten Volltilger-Varianten, geht das nicht. Ihr müsst diese Rate durchgängig bezahlen. Ja? Deswegen, also das ist schon eine ziemliche Herausforderung und da solltet ihr euch genau drüber Gedanken machen, ob das für euch die richtige Lösung ist. Ich habe euch aber noch zwei weitere Beispiele mitgebracht. Das hat auch einen bestimmten Grund, warum ich das gemacht habe. Nämlich das von der PSD-Bank und das von der Südwestbank. Die haben nochmal einen besseren Zinssatz. Ihr seht das ja jetzt alles untereinander. Da ist die monatliche Rate nochmal günstiger. Aber ihr seht einen Wert in der Mitte, nämlich die 88,58 und die 98,42. Und deswegen ganz, ganz wichtig, dass ihr nicht Äpfel mit Birnen vergleicht, ja? Weil jede Bank hat andere Bedingungen. Nämlich die PSD-Bank, genauso wie die Deutsche Bank und genauso wie die Hypovereinsbank hat einen hohen Beleihungsauslauf, das heißt, beziehungsweise einen niedrigen Beleihungsauslauf. Die Immobilie kostet 350.000 Euro, wir finanzieren aber nur 310.000 Euro. Das heißt, die Deutsche Bank und die PSD-Bank sagt, okay, das ist dann für uns ein Beleihungsauslauf von 88,58%. Die Südwestbank sagt aber, nee, wir werten diese Immobilie gar nicht ein mit 350.000 Euro, sondern wir werten die Immobilie nur mit 315.000 Euro ein. In dem Fall, ihr seht, eigentlich macht es ja gar keinen Unterschied. Normalerweise macht das aber einen Unterschied. Das heißt, desto schlechter dieser Wert ist, desto höher dieser Wert ist, ja, wie bei der Südwestbank, desto schlechter sind normalerweise die Konditionen. Und jetzt kommt noch ein weiterer Vorteil, den diese Volltilger-Variante ja mit sich bringt. Ihr bekommt von den Banken einen zusätzlichen Abschlag für die Volltilger-Varianten. Und den habe ich bis jetzt noch gar nicht genannt. Nämlich bei der Deutschen Bank bekommt ihr einen Abschlag für die 20-Jahres-Volltilger-Kondition von 0,35%. Das ist hier in dem Angebot schon eingepreist. Normalerweise wäre das Angebot also 0,35% teurer. Bei der PSD-Bank sind es nur 0,05%, die als Abschlag von der Kondition runtergenommen werden. Das heißt, die PSD-Bank wäre in diesem Fall, auch wenn man keine Volltilger-Variante macht, ein sehr, sehr günstiges Angebot, ja, weil die eine günstige Grundkondition haben. Und die Südwestbank hat in diesem Beispiel tatsächlich den höchsten Abschlag, nämlich 0,48%. Dadurch, dass die so einen hohen Abschlag haben für die Volltilger-Variante, sind die wieder interessant für diesen Kunden, für dieses Kundenbeispiel. Alles in allem ist diese Volltilger-Variante eine sehr, sehr interessante Variante, nicht nur weil es günstige Zinsen sind und weil es langfristig planbar ist, sondern weil ihr natürlich auch schneller fertig seid. Und wenn ihr schneller fertig seid, zahlt ihr insgesamt ja weniger Zinsen, weil sobald der Kredit ja abbezahlt ist, habt ihr keine Zinszahlung mehr an die Bank. Klingt logisch, ist auch so. Welche Möglichkeit gibt es, wenn diese Variante für euch zu teuer ist? Es gibt noch eine sogenannte Teilvolltilger-Variante. Ja, ich schreibe jetzt mal nur auf Teilvolltilger. Diese Teilvolltilger-Variante setzt sich jetzt bei dem Beispiel von 350.000 Euro, würde sich das so zusammensetzen, dass ihr 200.000 Euro einen Volltilger macht und beispielsweise 100.000 Euro über die KfW aufnehmt und nochmal 50.000 Euro über ein weiteres Darlehen, worüber ihr wahrscheinlich da die Volltilger-Variante nochmal zusätzlich gemacht habt. Ja? Weiteres Darlehen über eine 10-Jahres-Kondition. KfW ist in der Regel auch immer eine 10-jährige Zinsbindung. Ja? So kann man das Ganze sich auch aufteilen, dass ihr zum Beispiel sagt, das legen wir hier oben für 20 Jahre fest. Und das ist dann nach 20 Jahren voll getilgt. Und bei den anderen Varianten müsst ihr halt schauen, wie ihr da mit den Anschlussfinanzierungen zurechtkommt. Ist das eine mögliche Variante für euch? Schreibt es mal unten in die Kommentare. Und jetzt habe ich noch eine Empfehlung für euch.